Fangen wir aber ganz von vorne an. Schilddrüse, Milch, das die wichtigste Drüse eigentlich bei dir im Körper halt, ja. Das ist wirklich, damit steht und fällt wirklich dein Wohlbefinden halt einfach, ja. Herzlich willkommen, dass du es auch in dieses Video wieder geschafft hast und nicht auf irgendwelchen Politikkanälen verfault bist. Denn die Politik wird dir nicht helfen, wenn es dir schlecht geht. Es hat sich wirklich herauskristallisiert, dass bei uns auf der Homepage, also neben jetzt den Lipos, zum Beispiel Glutathion oder solche Sachen, das ist unser meistverkauftes Produkt übrigens, das Schilddrüsen-Supplement bei uns am allerbesten läuft. Und das ist wirklich, es wird, also viele Menschen haben den Sinn der Schilddrüse verstanden, wo ich auch extrem dankbar dazu bin, weil es ist einer der Drüsen überhaupt ist, die über deine Lebensqualität entscheiden, über deinen Stoffwechsel auch und wie viel Energie du zur Verfügung hast. Und das finde ich schon mal sehr, sehr lobenswert auf jeden Fall an alle da draußen. Aber was mir aufgefallen ist, das Thema ist für viele sehr, sehr relevant und das finde ich erstens gut und zweitens auch, hat mich dazu getriggert, ein Video darüber zu machen, wie ich euch noch weiter helfen könnte, eure Schilddrüse noch weiter auf Vordermann zu bringen. Ja, also als allererstes natürlich, wenn die Schilddrüse nicht alle Nährstoffe hat, dann kann sie sowieso nicht funktionieren halt. Ja, deshalb wahrscheinlich greifen viele Menschen darauf zurück. Aber es gibt auch noch eine andere Form, die darauf basierend ist, wenn die Schilddrüse alle Nährstoffe hat, dass man die dann ordentlich stimulieren kann und dann den Stoffwechsel auch ordentlich stimulieren kann und wachrütteln kann, ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar, viele Menschen haben eine Unterfunktion, merken das aber gar nicht. Die nehmen immer im Alter ein bisschen zu, immer mehr zu, immer mehr zu. Und dann denken sie, das ist alles normal, das ist im Alter, der Stoffwechsel schläft ein. Das hat aber auch damit zu tun, dass eine Schilddrüse entweder vergiftet ist, ja, oder einfach nicht mehr die gewissen Nährstoffe da sind, ja, weil deine Aufnahme, deine Darmflora hat sich zu schlecht verändert, die Nährstoffe können nicht mehr suffizient aufgenommen werden, ja, sowas wie Eisen, Selen, Jod, ist meistens immer Mangelware und dann denken, das ist alles ganz normal oder halt die Schilddrüse arbeitet einfach nicht mehr so und ich kann euch jetzt gleich zeigen, ich habe einen Kick, wie man die Schilddrüse wieder wachrütteln könnte und ja, als allererstes, die Unterfunktion ist eben nicht wirklich normal, ja, da kann man versuchen, etwas dagegen zu tun und zwar, es ist so, die Kältemethode von dem Herr Wim Hof zeigt dort wirklich sehr erstaunliche Ergebnisse. Und ich habe da auch wissenschaftliche Evidenzen für euch gefunden, auch eine Menschenstudie sogar. Aber das Wichtige ist erstmal das, woran merkst du, also wer steuert bei dir die Kälte und die Wärme? Das ist im Kopf, hast du einen Hypothalamus und der steuert, wenn der sagt quasi, das ist der Aufpasser, das ist so der Bademeister, ja, der sagt, hey, nicht am Beckenrand und so weiter, dies, das, ja. Also der sagt auf jeden Fall, wenn es zu warm ist oder wenn es kälter werden soll. So. Und das Entscheidende ist aber, wer produziert denn jetzt die Wärme? Weil der sagt, so hier, du musst das so machen, aber da muss ja noch jemand sein, der die ausführende Kraft ist, die Exekutive, dass Energie frei wird. Wo wird Energie frei? In den Kraftwerken. Was sind die Kraftwerke? Das sind die Mitochondrien bei uns, ja? So, die Mitochondrien steuern wirklich die Wärmeproduktion. Und wer beschäftigt denn die Mitochondrien, das ist eine Schilddrüse. Das wissen viele nicht, ja? So. Das heißt, es ist ja auch so, dass die Menschen, die ja auch meistens eine Schilddrüse-Überfunktion haben, schwitzen auch extrem stark, gerade nachts und solche Sachen halt, ja? So. Weil die Abwärme nicht mehr weiter gebändigt werden kann, als dein Körper runterzukühlen, zu kühlen über Flüssigkeit, die der Körper verliert, und das ist der Schweiß, ja? Also. Fangen wir aber ganz von vorne an. Schilddrüse, Milch, das die wichtigste Drüse eigentlich bei dir im Körper halt, ja. Das ist wirklich, damit steht und fällt wirklich dein Wohlbefinden halt einfach, ja. Als allererstes ist es so, es gibt eine, wer stimuliert die Schilddrüse? Das kommt von dem TSH. Viele denken, TSH ist ein Schilddrüsenhormon. Nein, Thyroid stimulierendes Hormon, TSH. Das heißt, Schilddrüsen stimulierendes Hormon. Das heißt, es kann nicht von der Schilddrüse produziert sein. Die kann sich ja nicht selber stimulieren. Geht ja nicht. Das heißt, es muss von was anderem kommen. Es kommt von der Hirnanhangdrüse, der Hypophyse. Die sagt, hey Bruder, du musst auch mal wieder ein bisschen machen. So, ne? So. Und dann sagt die das und dann macht die Schilddrüse auch. Und was macht die? Welches Schilddrüsenhormon produziert sie? Das wisst ihr. Wichtig ist, auf Instagram. Ja, auf Instagram folgt mir dort unbedingt Rovegan am Limit auch. Da mache ich nämlich solche Quizfragen. Und dazu, da habe ich auch Schilddrüse, habe ich angeheftet auch. Da habt ihr so 10 Fragen zur Schilddrüse. Danach seid ihr der Babo. Ja, danach weißt du alles über die Schilddrüse. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da mache ich immer so Quiz. Da lernst du so viel in so kurzer Zeit einfach. Ja, so. Was ihr aber jetzt wissen wird, wenn ihr das Quiz gemacht habt, die Schilddrüse produziert T4. So, das T4, Schilddrüsenhormon. Woraus produziert sie das? Was braucht sie? Jod und Tyrosin. Und das Enzym, das das bildet, braucht Eisen. Ja, ist die Peroxidase. So. Das Spannende ist aber jetzt, das T4 ist nicht biologisch aktiv, wird umgewandelt zu T3. Ne? Das ist selenabhängig übrigens, dass das passiert, die Diodase 2. Und dann kann es in den Zellkern. So, in den Zellkern muss die noch das Okay bekommen von dem Vitamin A, denn das dockt noch an einen RXR-Rezeptor an. Und wenn der Vitamin A auch da ist, dann können oft von der DNA
dementsprechend abgelesen werden und Proteine in Auftrag gegeben werden. Die Schilddrüse befiehlt deinem Körper, Proteine zu bauen. Und zwar Membranproteine. So. Und was machen Membranproteine? Sie sitzen in der Membran. Richtig. Und zwar Natrium-Kalium-Pumpen. So. Jetzt denkt sich jeder so, ja. Das Entscheidende ist aber das. Damit Reize weitergeleitet werden können erstmal bei dir, Nervenzellen, ja, so. Das läuft über Spannung. So, und wenn die Spannung gleich ist, auf beiden Seiten, auf beiden Membranseiten, dann kann keine Spannung, keine Elektronen fließen. Das muss immer ein Gradient sein. Das heißt, eine Pumpe muss da sein, um bestimmte Ionen nach außen und bestimmte Ionen wieder nach rein zu transportieren, damit der Spannungsausgleich da bleibt, ne? Also Natrium raus, Kalium rein. Ja, Natrium-Kalium-Pumpen heißen die. So, die brauchen aber Energie. Wo kriegen diese Pumpen diese Energie her? Von den Mitochondrien. So, und jetzt haben wir's. Die Schilddrüse stimuliert durch diese Pumpen, die sie ständig produziert, die Mitochondrien, Energie zu produzieren für die Pumpen. Versteht ihr? Also nochmal. Die Schilddrüse produziert Membranpumpen. Die brauchen ATP, Energie. Und diese Energie bekommen die Pumpen aber von den Mitochondrien. Und das heißt, müssen die Mitochondrien jetzt mehr arbeiten, damit die Pumpen funktionieren, die Schilddrüse im Auftrag gegeben hat. Okay? Aber jedes Mal, wenn die Schilddrüse extrem viel arbeitet, stellt sie sehr viel von diesen Pumpen her. Das heißt, die Mitochondrien müssen sehr viel arbeiten oder neue müssen gebildet werden. Und wenn die sehr viel arbeiten, dann entsteht auch Abwärme. Dann ist es so, dass die Mitochondrien Kraftwerke sind. So, und Kraftwerke haben eine gewisse Abwärme. So, ne? Und das ist auch so, dass das normale Kohlekraftwerk hat einen Wirkungsgrad von circa so 38. Ja, ein Kernkraftwerk von 35, ja, so Photovoltaik 25, ein Dieselmotor 50 zum Beispiel, nichts ist 100%, das heißt immer ein kleiner Teil geht immer an Wärme verloren und das ist wichtig, denn dadurch haben wir unsere Körpertemperatur. Also, was wir sagen wollen, je mehr die Mitochondrien, deine Kraftwerke stimuliert werden, was die Schilddrüse hier einleitet, desto mehr Abwärme hast du, okay? So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir drehen den Spieß jetzt mal um. Wir setzen deinen Körper extremer Kälte aus. Das heißt, die Mitochondrien, jetzt gehen wir den ganzen Spieß rückwärts. Dein Hypothalamus sagt jetzt, hey, hallo, es wird gerade irgendwie ein bisschen kalt, Schilddrüse, schläfst du? Oder Mitochondrien, was geht bei euch, was geht los da rein? Ja, so. Und dann passiert Folgendes, die ganze Kaskade geht rückwärts. Die Mitochondrien müssen jetzt viel mehr arbeiten. Ne? Das Erste, was dein Hypothalamus befiehlt, ist zittern. Zittern. Denn jedes Mal, wenn du zitterst, bewegst du dich. Damit du dich bewegen kannst, muss Energie verbraucht werden. ATP. Und dabei entsteht Abwärme. Das ist das Zittern. Weil dein Körper möchte, dass Energie verbraucht wird. Ja? So. Was aber passieren wird, ist, du setzt dich in ein Eisbad rein. So, jetzt sinkt deine Körpertemperatur. Die Mitochondrien müssten auf einmal viel mehr arbeiten, um mehr Abwärme zu generieren, damit die das wieder ausgleichen, weil der Körper kann nicht überleben, wenn es diese Körpertemperatur hat, wie das Wasser, in das du dich gerade reinsetzt. Das heißt, die Mitochondrien müssen viel mehr arbeiten. Gleichzeitig passiert aber auch Folgendes, die Schilddrüse wird extrem stimuliert, denn der Hypothalamus sagt, hey, Schilddrüse, beauftrage mal mehr Natrium-Kalium-Pumpen zu bauen, denn das befiehlt ja den Mitochondrien, wieder mehr zu arbeiten, damit sie diese Natrium-Kalium-Pumpen ja versorgen können mit Energie, damit die auch funktionieren. Die Kaskade ist ja so. Oben, Gehirn sagt, Schilddrüse, mehr Natrium-Kalium-Pumpen aufbauen. So, mehr Natrium-Kalium-Pumpen werden aufgebaut. Jetzt müssen die Mitochondrien mehr arbeiten, um diese mit Energie zu versorgen, okay? Das heißt, die Mitochondrien arbeiten jetzt halt mehr. So, und jetzt könnte man halt auch hinschließen, okay, wenn es kalt ist, muss die Schilddrüse ja mehr arbeiten, damit sie mehr Aufträge schreibt, an die Mitochondrien zu arbeiten. Ja? Und die sind ja voneinander abhängig. So, ich hoffe, das ist verständlich geworden. Ich hoffe, dass das alles auch gut hier so abgebildet worden ist und dass alles nachvollziehbar ist. Denn ich habe auch zwei Schilddrüsen-Videos dazu schon gemacht. Die sind gerade nicht mehr auf dem Kanal online, findet ihr aber auf meinem Telegram-Kanal. Aber wie gesagt, schaut sehr gerne auch auf Instagram vorbei, da findet ihr auch sehr viele Sachen. So, jetzt ist die Frage, ist das Ganze überhaupt auch messbar? Ja? So, und das ist ein relativ neues Themenfeld und ich habe dazu Wissenschaft für euch gesucht. Eine Menschenstudie, und zwar da wurden Menschen ins Eisbad geschickt, wurde Blut abgenommen. Und nachher, nach dem Eisbaden, auch nochmal Blut abgenommen. Und das ist relativ kurz passiert, das ist ein Kritikpunkt in der Studie. Aber was da schon gemessen worden ist, das TSH, was die Schilddrüse stimulieren soll, ist schon gestiegen in der ganz kurzen Zeit. Das heißt, da war schon die Alarmglocken, Schilddrüse, du musst mehr Natrium-Kalium-Pumpen produzieren, denn die geben den Mitochondrien, den Kraftwerken ja
den Arbeitsauftrag, mehr Energie zu produzieren. Ja? So. Und das ist gleich passiert. Das heißt, wir sehen hier, dass der TSH-Wert auf jeden Fall schon mal gestiegen ist. Ja? So, man sieht aber auch hier, dass der T3- und T4-Wert, das heißt die Schilddrüsenhormone, nicht gestiegen sind. Und das ist sehr schade, weil hätte man später, 3, 4, 5, 6 Stunden später gemessen, dann hätte man das auf jeden Fall gemessen. Das dauert natürlich, wenn die Schilddrüse erstmal angeworfen wird, ja, und danach diese Schilddrüsenhormone produzieren muss. Das war zu kurz, um es zu messen, ja, aber trotzdem, der Stimulus war schon da, ja, die Schilddrüse mehr zu stimulieren, ja, so, und ein TSH-Anstieg führt immer dazu, dass die Schilddrüse mehr Schilddrüsenhormone produzieren wird, ja. Des Weiteren war das PTH, also Parathormon, das Nebenschilddrüse, nicht nur die Schilddrüse soll stimuliert werden, sondern tatsächlich ein Hormon, was von der Schilddrüse auch, von der Nebenschilddrüse gebildet wird, ja, das PTH, war ebenfalls erhöht, ja, bei den Menschen, die den Eisbad genossen haben. Und das PTH ist sehr interessant, das veranlasst, dass in deiner Niere mehr Kalzium rückresorbiert wird. Das heißt, der Kalziumspiegel steigt. Das ist sehr gut, wenn du Vitamin D nimmst, zum Beispiel auch für deine Knochen. Und des Weiteren aber auch Phosphat mehr ausgeschieden wird. Das heißt, Phosphat geht runter, auch in deinem Blut, nicht nur beim Urin. Und Kalzium geht hoch. Das ist sehr vorteilhaft, denn Phosphate und Kalzium bilden Komplexe und die sorgen dann für Durchblutungsstörungen. Das will dein Körper aber auf keinen Fall. Dein Körper ist extrem intelligent, dass er das sofort einleitet, denn er weiß, er braucht jetzt Durchblutung. Denn die Gefäße sind jetzt viel enger geworden durch die Kälte. Das heißt, er möchte auf keinen Fall, dass Kalzium und Phosphate Komplexe bilden, um die Durchblutung zu stören. Ja? Das heißt, auch ein sehr, sehr schöner Effekt hier. Ja? So. Machen wir mal weiter. Es gibt ebenfalls Säugetierstudien. Und zwar hier wurden auch 2 Gruppen gebildet. Und man sieht als allererstes schon mal in der einen Gruppe, ne, nach 2 Wochen war das, mit einer statistischen Signifikanz sehen wir hier, dass die Kälte ausgesetzt worden sind, die Tiere, Gewicht verloren haben. Warum? Weil die Mitochondrien mehr gearbeitet haben. Ja, so. Und das Weiße sehen wir auch hier, dass die Schilddrüse viel mehr durchblutet ist bei den Säugern, die, wir sind auch Säuger, die Kälte ausgesetzt worden sind. Die Schilddrüse wurde mehr durchblutet. Das ist doch das Tolle. Das ist das, was wir gesehen wollten, oder? So, was hat jetzt mit den Hormonen auf sich? Und wir sehen hier, dass das T3 statistisch signifikant gestiegen ist. Das ist ja das biologisch Aktive. Jetzt kann man aber sagen, Moment, das T4 ist ja aber gesunken. Und das ist völlig logisch, denn aus T4 wird ja T3. Wenn T3 extrem gerade gebraucht wird, was ja auch viel wichtiger ist als das T4, dann sinkt natürlich das T4, weil es alles in T3 umgewandelt wird. Ne? So, denn das kann ja erst in deinen Zellkern hineingehen und befehlen, Proteine, Membranproteine zu bauen. Ja? Also alles völlig logisch, wirklich wunderbar. So, auch die Konklusion der Wissenschaftler war dann dementsprechend auch, ne? Natrium-Kaliumpumpen werden aufgebaut, Mitochondrien ATP generiert, um mehr Abwärme zu schaffen halt, ja. Es gibt andere Lebensstudien, hier sehen wir auch den gleichen Sachverhalt beobachtet worden, bereits schon 1980 ebenfalls sehen wir hier, dass bei Kälteexposition bei den Säugern 40% mehr T3 gebildet worden ist, genau das gleiche, was wir hier gesehen haben. So, dann noch eine letzte Studie, ebenfalls zu Schilddrüsenfollikeln, ja, das sind so gesehen abgeschlossene Kompartimente, also dieses Schilddrüsenfollikel, wo dann die Synthese von den Schilddrüsenhormonen stattfindet und gespeichert wird. So, und was ist da passiert bei den Säugern, die Kälteexposition erfahren haben? Das Gewebe der Follikel, ja, hat statistisch signifikant zugenommen, ja, sehen wir hier. So, das Wichtige ist aber auch hier, statistisch signifikant auch T3 und T4, aber, also auch zugenommen, aber bei den älteren Säugern, bei den Jungen nicht so extrem, weil die Schilddrüse noch relativ gut arbeitet, aber wenn die Schilddrüse nicht gut arbeitet, ist es dieser Stimulus, der sie wieder auf das Normalniveau versucht hochzuziehen kann. Ja? Und das ist auch eine tolle Sache. Ja? Egal, wenn man, wie auch immer, vielleicht vergiftet ist, Schwermetalle, wie auch immer, die Schilddrüse nicht mehr so arbeiten kann, wie sie eigentlich kann, ja? Dann kann man das versuchen, durch diese Kälteexposition wieder auf ein Normalniveau höher anzuheben. Ja? Denn das Alte, was hier bei den Alten hat ja besonders gut gewirkt, kann ja auch heißen für die Leute, die vielleicht eine Unterfunktion haben. Ist ja ungefähr gleichzusetzen. Im Alter nehmen die Funktionen allgemein mehr ab von den Organen und von dem Gewebe, weil auch weniger NADH und so weiter im Körper. Das würde zu weit führen, aber ich finde es einfach bahnbrechend. Also wichtig ist, nicht direkt ins kalte Wasser springen, sondern fangt erstmal an mit normal, nicht mit Eis und solche Sachen. Fangt erstmal an mit Kälte, gewöhnt euch da dran. Denn eure Mitochondrien müssen sich erstmal daran anpassen können. Ja, so. Denn wenn dir zu kalt wird, erkältest du dich halt direkt. So, die Mitochondrien müssen erstmal genügend funktionieren, damit sie die Kälte gut ausgleichen können, damit du nicht sofort krank wirst. Das heißt, steigere dich da halt langsam halt. Ja, so. Das war's von mir. Wie gesagt, wenn du alles, was die Schilddrüse braucht, dir nochmal anschauen willst, kannst du auf purazell.de nochmal vorbeischauen. Danke für deine Unterstützung. Dankeschön, dass du bis hierhin
zugeschaut hast, jetzt weißt du ungefähr viel. Besuch mich sehr gerne auf Instagram. Da hast du wirklich ein Quiz nochmal zur Schilddrüse. Da weißt du dann alles. Da kannst du alles beantworten. Bis gleich auf Instagram und auf purazell.de vor allen Dingen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gutes Verlauten.